Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Projekt zu Catherine. Ich wurde ja schon gefühlt 3 Milliarden Mal gefragt. Ey Andi, kennst du Catherine? Ja, kenne ich. Spiel scheiße schwer. Und wer das Spiel kennt, der weiß, dass neben dem Kisten-Ziel es auch einen Babel-Modus gibt, der eigentlich ziemlich krass ist, wenn ich ehrlich bin. Und hier fliegt Flugzeug! Krass, Alter. Wir werden bombardiert. Dass das Ding Babel-Modus hat, in dem die sind nicht Kisten, sind Steinblöcke, genau. Indem Steinblöcke immer zufällig generiert werden und man halt eben 100, 200, 400.000 Stufen hoch muss. Und davon gibt es vier Spielmodi. Es gibt Atlas, es gibt Menria, es gibt Obelisk und es gibt Axis Mundi. Nein, es gibt Alta, nicht Atlas. Oh, Mann, bin ich daneben heute, Alter. Nee, auf jeden Fall. Naja, guckt dauernd Catherine mit C unter den Rock. Und ihm schön auf die Haare. Nee, und wir wollten heute mal ganz kurz euch den ersten Babel-Modus, nicht Atlas... Alter! Guck, merkst du mit Alter! Mal kurz zeigen, denn das kann man auch so wunderschön im Koop spielen. Ich habe mir den guten Paddy mal geschnappt, der das gestern Nacht ein bisschen gezockt hat. Ja, weil zur Info, Andi ist mal wieder bei mir aufgetaucht. Mhm. Und wie ihr noch nicht wisst, da ich noch nichts davon hochgeladen habe, aber meine TV-Karte ist da. Da haben wir auch schon lecker ein bisschen Persona aufgenommen, ne? Ja, das wird hochgeladen, wenn du mir die Audio-Files von dir gegeben hast. Ja, die ich vergessen habe. So nice. Was hast du noch vergessen? Mein Skill, das sehen wir zumindest gleich. Wir haben schon mal eine kurze Probeaufnahme gemacht, weil wir testen wollten, ob wir es zu zweit hinkriegen. Haben Atlas dann geschafft. Ja. Aber wir wollen euch Atlas mal kurz zeigen. Und wenn Andi es in der Zeit noch hin schafft, den zweiten Modus freizuschalten, machen wir den vielleicht auch noch. Menria, ja, darf... Ja, zeigen wir euch erstmal, was Babel ist. Ja, ich liebe sie so sehr. Auch wenn die Frisur ein bisschen groß ist. Bisschen übertrieben, ja. Wie schläft die damit? Ach, die schläft nicht, die ist dauernd wach. Das ist die Midnight Venus Trisha. Jetzt hab ich gespoilert. Boah, du bist so ein Sack. Steinigt ihn. The giant tower built by mankind to reach into the heavens. Babel itself is split into 4 stages. The first stage, Alter. Ich nenn's Atlas. Ja, da seht ihr mal ein bisschen das Gameplay von Catherine, wer es noch nicht kennt. Ich werde auf jeden Fall noch ein LP dazu machen, einfach weil ich das Spiel abgrundtief geil finde. Und das quasi schon jedem aufgezwungen habe. Vor allen Dingen da, wenn ihr PlayStation Plus Member seid und das Video früh genug hochkommt. Im Juni gab's das Ganze gratis. Und ja, zum Runterladen knapp 8 groß war's, glaube ich. Nee, es waren 9,6 Gigabyte. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Platz habt, könnt ihr das so lange spielen, wie ihr PlayStation Plus Member seid. Sehr cool. Genau. Und das Härteste ist halt eben, Catherine hat eben abartig harten Schwierigkeitsgrad und die Steinblöcke sind jedes Mal anders. Von daher gibt's hier keinen Guide dazu oder so. Trisha hat's ja gerade schon gesagt, das Einzige, was zählt, ist euer Skill. Wir gucken mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Ja, und das wird dann noch ein bisschen komplizierter, wenn wir beide gleichzeitig Skill zeigen. Ja. Ich werde Vincent Brooks spielen und du spielst die Catherine mit K. Ja, die ihr da schon gleich auf dem Boden liegen seht. Ja, da seht ihr so. Genau so wird das dann nachher bei uns aussehen. Vielleicht nicht so professionell. Wenn du mich nochmal runterschmeißt, töte ich dich. Ich hab dich runtergeschmissen, genauso wie mich. Aber getötet haben wir uns nicht gegenseitig. Bisher noch nicht, aus Art. Bisher noch nicht. Es lag nicht daran, dass du es nicht versucht hast. Ich sehe das schon kommen, nachher machen wir es absichtlich. Bam, Bitch, ich bin erster oben. Naja, das Problem ist, sobald einer stirbt, ist es aus, dass wir müssen uns helfen. Mhm. Ansonsten, wenn wir jetzt 2 Milliarden Versuche brauchen, werdet ihr das best aussehen. Ja, es ist miese, ist ja offscreen, haben wir es beim ersten Versuch geschafft. Ja, das glaubt ihr uns zwar nicht, aber ich werde gleich zeigen, dass ich ein, dass da clear steht. Dass ich ein Team an die Vanier Record habe von 8 Minuten irgendwas. Also los geht's. Ja, siehst du, da steht clear. Genau, und die anderen müssen wir dem noch freischalten. Vielleicht schalte ich nachher noch ganz schnell Menria frei. Weil ja, dafür musst du nur 2 Goldpreise holen. Den ersten habe ich ja schon. Ich habe es damals auf Xbox 360 schon durchgespielt. Das habe ich hier jetzt noch nicht. Deswegen habe ich auch noch wenige der Babel-Level frei. Ich finde die Schafe, die hinten aufstehen, ziemlich cool, je nach Schwierigkeitsgrad. Ja. Okay, machen wir mal das erste, Alter. Und da werdet ihr schon merken, wir müssen im Singleplayer, wenn ich es allein machen müsste ich 160, 170 Stufen oder so hoch. Nee, 150 und im Multiplayer sind es genau 102. 102 bis 107, glaube ich, stand in den Anforderungen, meine ich. Wir hatten 105 oder so. Nee, auf jeden Fall kommt es dann so ungefähr. Ja,
Zur Steuerung ist nicht viel gesagt. Man bewegt sich mit den Digipad und mit X kann man die Blöcke greifen und je nachdem in welche Richtung schieben. Genau. So, nochmal. Andi ist der Typ, ich bin die Tusse. Ich bin übrigens über dir, finde ich gut. Da oben sieht man es ja. Wir haben es ins Ziel schon geschafft. Ja. Können auch hier die Kamera ein bisschen... Wirk deinen fetten Hintern weg jetzt, Junge. Ja, wir können nämlich nicht parallel auf zwei Blöcken stehen. Was machst du da? Die helfen. Geh einfach jetzt hier. Du bist ein Vogel, Junge, ey. Du bist ein Riesenvogel. So, warte jetzt hier. Zack, und hoch mit dir. Zack, zack, noch ein Abflug. Ja, das war also intelligent to the core. Wieso gehst du nach außen, Junge? Was hast du geraucht? Keine Ahnung, es fängt schon gerade gut an. Du bist so eine Missgeburt manchmal, weißt du das? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Was hast du da? Ich baue mir jetzt mal eine Brücke zu dir. Jetzt doch einfach mit... Halt die Fresse und beweg dich jetzt dann weg. So, jetzt stirbst du da auf ewig. Ja, super. Danke. Ja, da kannst du runter. Klopp da runter. Klopp runter. Ich extra die Kamera für ihn jetzt nochmal extra würstchenmäßig. Alter, wie das gerade das totale Chaos ist uns vorher so gut geklappt hat. Warte. Nee, lass mal, geh mal weg. Hang dich mal da runter oder so. Und zack und hoch. Bam, bam, bam. Und hier lang, hoch. Wie sollen wir jetzt einen neuen Rekord? Wir haben das schon geschafft. Hoch mit dir. Warte. Fangen wir hier an, wo keine kaputten Steinchen sind. Ja, stimmt. Nee, warte, ich mach den hier, da kannst du aber besser hochklettern. Oder so. Zack, zack. Genau den. Weil diese kaputten Steine hier sorgen dafür, dass wir ein Problem kriegen. Ja, wir können da dreimal drauf treten, dann zerbrechen wir. Warte, geh nochmal. Ja, zieh raus. Ja, ich geh mal aus dem Weg für dich. Wir haben. Das. Warum machen wir uns das denn so schwer? Ja. Geh hoch. Sorry. Kein Problem. Warte. Nee, es funktioniert nicht. Warte, ich hab ne Idee. Geh mal da weg. Ja. Doch mit dir. Komm. Ich hab meinen Weg schon. Oh, oder so. So. Ja. Jetzt wird's ein bisschen schwer. Ja, warte, wir könnten... Schieb den mal rüber. Schieb weg, wir werfen das runter. Eine Etage tiefer. Das kann man auch machen hier. Muss mal weg da, einmal weg. Genau, zack. Wenn die nämlich nicht mehr edgen, dann können die runter. Was wir jetzt machen... Na, zieh das. Warte, geh mal weg. Ja, machen. Ich tower jetzt, genau. Genau. Zack, und hoch. Bam, bam, bam. Jetzt ziehen wir jetzt sofort raus, weil ich will das hier sichern, weil ich habe keinen Bock, dass der Boden jetzt wegfällt. Ja. Warte, mach ich hier auch. Das machen wir jetzt nur absichtlich, damit der scheiß Boden nicht wegfällt, weil wir da keinen Bock drauf haben. Das reicht. Oh, ganz schön synchron, muss ich sagen, gefällt mir. So, ja, der ist ein bisschen schlecht. Zieh ihn mal bitte weg. Warte, ich... Jetzt schieb da einen hin, genau. Perfekt, komm. Ja, Mutter, wir nehmen auf. Was los? Gastauftritt, meine Mutter! Yeah! Weiter geht's nach so. Dem kleinen Gastauftritt meiner Mutter. Was wir rausgeschnitten haben, außer du bist lazy as fuck. Was wahrscheinlich ist. Ja, komm mal hier rüber. Was war das denn jetzt? Jetzt schieb rüber. Ja, du bist ein Scherzkick, so. Ist doch super. Vogel. 100 Kilo. Du wirst doch nur angeben, dass du 100 Kilo schaffst. 100 Kilo. Bzeam. Als Frau 100 Kilo schaffen, nicht schlecht. Ja. Catherine die Bank drückt. Ja. Bam, bam. Ja, es war ein bisschen doof, aber egal. Ach, du kannst... Ja. Boah, du einfach eine Brücke, genau. Ein bisschen blöd. So. Ja, da kann ich einmal rüber. Du kannst einmal rüber. Über den hier. Machen wir den hier nur, um sicher zu gehen. Ja, jetzt kannst du direkt wieder hoch, genau. Schön. Sorry. Das war jetzt dezent dämlich, weil ich jetzt nicht mehr hochkomme. Nicht?
Nee. Aber warte, doch, warte. Du kannst da runter. Ich kann Tornado einfach. Du kannst auch einfach runter. Tornado jetzt. Tornado ist übrigens eine Technik, warte. Wir können ja glaube ich nochmal. Will ich hier gerade auch. Ah. Es geht. Wolltest einfach in meine Richtung Tornado können, du Arschloch. Jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr raus. Du kannst da immer noch da oben runterspringen. Du hättest, wenn du es hättest du nicht verschoben, hättest du einfach runterspringen können. Das regeln wir anders hier. Ja, du Arschloch. Fick dich doch. So, jetzt muss ich mit der Kamera erstmal klarkommen. Geht doch, zack, da bist du doch. Zack, ja, boah, du Missgeburt, Alter, ey. Ja, ja, du bist mich ja schon. Was machst du da? Ach so, ja. Du bist wieder mal so eine Witzpille ohne Ende, ey. Jetzt noch scheiß Kamera und es läuft. Ja, Porno, gut gemacht. Der Wahnsinn. Was so viel? Sehr gut. Mist. Jetzt lass die Kamera mal in Ruhe, komm mal mit runter. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Platz machen. Ey, scheiße, können wir auch nicht Tornado. Ja, hier kommen wir nochmal hoch. Doch, hier, hier, komm. Warte. Hier können wir. Okay, da bin ich immer gespannt. Ja? Jetzt geh weg. Und schieb den Block da weg. Ja? Was ist dein genialer Plan nochmal? Es geht doch. Ja, mach. Ich hab Zeit. Ich will den Block dahin haben. Kannst du nicht runterschieben. Zieh. Jetzt einfach einmal rumklettern. Ja, das hast du super gemacht. Ja, ich bin da nicht runtergesprungen. Die ist automatisch da runtergesprungen. Ja, verreck. Danke. Na. Jetzt hätte ich weitergekonnt. Ja, jetzt hättest du weitergekonnt. Super. Neuer Versuch. Ja. Wie lange sind wir jetzt eigentlich dran? 12 Minuten. Ja, wir müssen das noch schaffen. Das schaffen wir auch. Kann aber wohl nicht wahr sein, dass wir uns gerade so dämlich anstellen. Kommt davon, weil du wieder geniale Pläne hast, aber vergiss, dass ich damit hochkommen muss. Ja, da waren genug Chancen, in denen du hättest zurückkommen können. Lauf. Lass mal den Profi hier ran. New Record. Das Spiel freut sich genauso wie ich, dass wir jetzt die ersten 13 Stufen hier geschafft haben. Ach, Catherine mit K. Leute, die ihr Catherine schon gespielt habt, wen von den beiden Chicks findet ihr geiler? Die Catherine mit C, die Catherine mit K oder ein Mischmasch aus beidem? Was aber irgendwie voll die Cheater-Antwort wäre von der. Ja, aber Mischmasch aus beidem sagt jetzt jeder. Mhm. Jetzt zieh den raus. Bringen wir es jetzt dezent eigentlich wenig, außer doch. Die Bridgen jetzt genau. Das war's doof. Nee, das geht. Tschüss. Okay, jetzt zack. Was ist da? So viel einfacher. Ja, keine Ahnung. So. Was ist denn da? Komm her. Achso. Guck, wie nett ich da noch zu dem bin. Warte mal, ich schmeiß mal mit Stufe runter. Komm mal rüber. Kannst du es doch gerade mal rüberschieben, dann schmeißt du noch die andere Stufe da runter. Warte, dann muss ich den so, dann muss ich den ziehen. Ich meine, warte, so. Bzzay. Jetzt tornadoen wir einfach hier. Genau. Was? Schwere Blöcke? Das kriegen wir nicht hin. Jetzt machen wir das gleiche wieder wie eben. Ja, genau, das läuft. Zack, zack. Ich wünschte, die ganzen Level wären so. Dann wäre das auch echt mal machbar. Das ist jetzt dezent Unporno hier. Kannst du genauso machen. Ja, ja. Genau den. Den kann man auch noch ziehen. Ja, warte, dann ziehst du schon noch den raus. Zack, zack, zack. Wunderbar. Gehen wir mal. Genau. Bridge mal. Sorry. So. Zack. Also kann man es natürlich auch machen. Bauen uns mal hier drüben, deswegen mal ein gemütliches Brückchen. Ja, wir können auch noch einen 5er-Turm bauen. Ja, macht aber Spaß, wenn man das synchron macht. Sieht gut aus. So ein bisschen fürs Auge, wenn man am Ende verkackt, ne? Warte, Bridge mal rüber. Wieso willst du nicht hier oben durch? Wieso geht doch so scheiße? Ich überlebe schon. Doch, kannst du.
Ja, ich überlebe schon, warte. Nee, warte. Nee, ich Tornado. Ich wollte jetzt einfach nur wegziehen, dann hättest du hochgekommen. Dann halt so, zack, 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 und weiter. Dezent. Schieb mir rüber. Nee, nee, krieg ich hin, zack. Und hoch, zack. Da kannst du auch rausziehen und Tornado. Oder? Na, ist schwierig, warte. Ich wollte ihn hier jetzt rüberschieben. Muss ich kurz überlegen, wie ich jetzt rüberkomme. Durch die Seite. Ich schieb dir. Warte, eine Idee. Ja, jetzt. Ab jetzt kannst du schieben. Jetzt. Genau. So, und jetzt hier ein Tornado. Genau. Mini-Tornado. Und den ziehen wir raus. Auch wenn man es eigentlich nicht braucht. Warte, genau. Und jetzt kannst du hier wieder ein Tornado machen. Tornado ist übrigens, wenn wir einziehen und dann alles unten mitgeht. Was wir sie gerade immer sehen. Ich denke, das habt ihr schon gemerkt, ansonsten. Das war gerade unnötig, weil ich den schweren genommen habe. Oh, ist egal. Zack. Warte, nicht weg. Jetzt. So geht's natürlich auch. Ja, das ist die zweite Variante, die man machen kann. Das ist quasi Treppen bauen. Das werden wir hier jetzt auch machen. Wag es, dich den rauszuziehen. Gern nach rechts und geh hoch. Das war links. Warte, ja, war warte, jetzt kannst du. Jetzt Tornado. Genau, schön. Und jetzt den deinen. Genau. Ich möchte was parallel machen. Ja, zieh und mach Tornado. Mach hinne. Ich stehe nicht so gerne mit diesen Blöcken. 80 Stufen, nur noch 20. Zack, zack. Und zieh hoch. Komm schon, komm schon. Ich zieh hier raus und mach dir gleich Platz. Hier da. Warte, muss mal kurz überlegen. Doch. Nee, warte. Wir tornadern einfach hier jetzt ganz viel, weil wir unten die ganze Reihe frei haben. Du musst mit der Kamera mal ein bisschen mit mir folgen, genau. Das ist jetzt schwierig. Die Kamera ist leider seitenverkehrt. Wo komm mal rüber. Warte, ich zieh jetzt den hier raus. Ja, genau. Wir haben's gleich. Nina, bist du. Den hier rausziehen. Ja, oder warte, musst du den hier wegpushen. Genau. Dafür? Und den rausziehen. Wunderbar. Babel, die Spitze kommt. Komm du erst hier rein. Warte, ich zieh jetzt raus. Warte, ich Tornado mal schnell. Zack, ja. Zack. Bam, 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 bam. Absichern. Ja. Ich möchte jetzt hier nichts riskieren. Ja. Mal Tornado machen. Ja, passt. Ja, jetzt, da ist die Spitze. Ich warte. Bam. 1, 2, 3. Sorry. Push X! Ja. Au! Das war's. Sehr schön. Das war Bubble. Das war sogar neue Bestzeit. Oh, Alter. Wir haben unsere Bestzeit gerade mal um 2,5 Minuten unterboten. Ja, und knapp 20 Minuten mit der kurzen Aktion des Besuches rausgeschneiden. Dann haben wir 17 Minuten. 17 Minuten. Wunderbar. Haben unseren alter Rekord überbrochen. Wenn wir gleich noch Menria freischalten, werdet ihr davon auch was sehen. Da gibt's aber noch ekelhaftere Blöcke. 110. Ist das Weltrangliste? Das kann nicht das sein. Das wäre ziemlich krass. Das kann nicht. Nee, ist Offline-Rekord. Nee, das. Nein, du bist online. Ist das Online-Rekord, Alter? Warte mal, geh mal auf Top 10 bitte. Im Vergleich. Ja, wir sind 110. Alter. Krass! Offline-Rekord? Ja. Ja, wir sind 110. Alter Schwede, 110 in der besten, Alter. Standard, würde ich sagen. Ja, super, Alter. Sind weiter in den Top 10, wenn das so weitergeht, ey. Ja, das war, Alter von Babel, von Catherine. Das war ein super Satzbau. Das war der Alter-Modus im Pairing. In Catherine, wie gesagt, wenn wir Menre freischalten und wenn sich die Liste noch einmal irgendwann aktualisiert, können wir nochmal sehen, dass wir die Besten waren. Aber ihr habt gerade gesehen, wir waren 110. der Weltrangliste. Leck mich am Arsch. Obwohl der 109. bis 113 die gleiche Zeit haben. Mhm. Aber krass. Millisekunden wahrscheinlich. Krass, der Unterschied. Alter. Heftig. Nicht schlecht. Das sind alles nur Sekundenzahlen. Ja. Ja, wir sind einfach nur genial. Der Wahnsinn. Okay, vielleicht erwartet euch noch ein Menre-Ding. Und haltet die Ohren steif, zockt mit der Catherine. Es ist aktuell noch bis zum 31. Juni, wenn
Ne, 30 Tage. Ach, auf jeden Fall noch bis zum Ende des Monats gibt's das Spiel gratis. Kostet ansonsten im Store 60 €. Normalerweise, wenn man Ahnung hat, wo man kauft, 20 bis 30. Jo. Ne, 45 beim Store. Ne, 60 €, 59,90 €. Sicher, ich war, ja. Ich glaube, das war 45, egal. Auf jeden Fall arschteuer. Ja, auf gewissen, ja, Bestellseiten, die man als Dschungel bezeichnen könnte. Oder eBay. Ein Fluss im Dschungel. Ja. eBay zum Beispiel aber auch, ne? Ja, mach einfach Werbung. Ach, eBay, komm, ich bitte dich. Nee, da kriegst du schon für 20 bis 30. Ja, das halt. Aber ein Spiel, was sich sehr, sehr lohnt. Mhm. Also Leute, haut rein, wir sehen uns vielleicht in der Menrier Stage nochmal und bis dann. Zockt eine Runde.